Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. In diesem Video erkläre ich euch das halbschriftliche Dividieren. Das halbschriftliche Dividieren ist die Vorbereitung zum schriftlichen Dividieren. Also ein wichtiger Zwischenschritt, der beim Verstehen des Dividierens wirklich hilft. Deswegen ist das einfach eine gute Sache und das muss auch wirklich gut geübt werden. Ich habe ein paar Beispielaufgaben. 96 geteilt durch 3. Als erstes Strich drunter. Und nun geht es ans Aufteilen. 96 geteilt durch 3 können wir nicht im Kopf, wir können aber 90 geteilt durch 3 im Kopf, weil wir wissen, dass 90 geteilt durch 3 das gleiche ist wie 9 geteilt durch 3 mit einer 0 dran. Also 3 und eine 0 dran. Jetzt haben wir 90 verbraucht, 6 bleiben über. 6 geteilt durch 3 sind 2. Und nun schreiben wir die Lösung, also 30 plus 2, hier oben hin. 32. Und dann ist die Aufgabe fertig. Eine weitere Aufgabe. 123 geteilt durch 3. Strich drunter. Und dieses Mal nehmen wir die 120. 120 geteilt durch 3 ist das gleiche wie 12 geteilt durch 3 mit einer 0 dran. Also 40. 120 haben wir verbraucht, 3 bleiben über. 3 geteilt durch 3 sind 1. 40 und 1 sind 41. Aufgabe fertig. Wir schauen uns eine weitere Aufgabe an. Wir schauen uns eine weitere Aufgabe an. 216 geteilt durch 6. So, wir fangen an mit wie oft passt die 6 in die 21? Das sind die 18. Also 180 geteilt durch 6. 180 geteilt durch 6 ist das gleiche wie 18 geteilt durch 6 mit einer 0 dran. Also 30. Jetzt müssen wir gucken, was bleibt über. 36 bleiben über, weil 180 plus 36 216 ist. 36 geteilt durch 6 sind 6. Und jetzt müssen wir die beiden Teillösungen noch zusammenrechnen, also addieren. 30 plus 6 sind 36. Und dann ist die Aufgabe fertig. Eine weitere Aufgabe. 124 geteilt durch 4. Die Aufgabe wird wieder unterstrichen. Und dann überlegen wir, wie oft passt die 4 in die 12. Also das passt 120 geteilt durch 4. Das ist das gleiche wie 12 geteilt durch 4, also 3 und dann die 0 dran. Dann bleiben 4 über. 4 geteilt durch 4 sind 1. Zusammenrechnen, 30 plus 1, addieren 31. So, eine letzte Aufgabe machen wir noch. 525 geteilt durch 5. Strich drunter. Und passt die 5 in die 5? Ja, also rechnen wir 500 geteilt durch 5. Das sind 100. Und dann den Rest, also 25 geteilt durch 5. Das sind 5. Wichtig ist beim Aufschreiben darauf zu achten, einer, Zehner, Hunderter. Man darf nicht verrutschen. Und dann sind 100 plus 5 eben 105. Jetzt können wir den Strich hier noch verlängern. Das soll ja auch ordentlich sein. Und dann sind wir fertig. Jetzt habt ihr gesehen, wie das halbschriftliche Dividieren funktioniert. Und wenn ihr das drauf habt, dann ist das Dividieren bzw. das schriftliche Dividieren gar nicht schwer. Aber auch das findet ihr in meinen Videos. Okay, das war's.